Moin Moin und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Mr. Handwerk. Heute möchte ich dir zeigen, wie du dein Fliesenspiegel in der Küche verkleiden kannst. Und das ganz, ganz einfach und kostengünstig. Ich würde sagen, nach dem Video geht's los und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Das Ganze ist wirklich ganz einfach. Alle Werkzeuge und Materialien, die ich jetzt verwende, findest du direkt unter dem Video in der Infobox, besser gesagt in der Videobeschreibung verlinkt. Die Küchenrückwand habe ich von meinem Plattenmaterialienpartner bezogen, plattenzuschnitt24.de. Dort bekommt ihr beispielsweise solche Platten, speziell für Küchenrückwände, aber auch Holzwerkstoffe, Plattenwerkstoffe, Acrylglas, Plexiglas in Rohren und Formen, Zubehörmaterialien, beispielsweise den Kleber und so weiter und so fort. Das Ganze findest du direkt unter dem Video verlinkt und auch einen passenden Rabattcode, den du einsetzen kannst, um diese Rückwand beispielsweise etwas günstiger zu erwerben. Ich möchte dir heute zeigen, wie du dir diese Rückwand anbringen kannst. Die ist jetzt schon fertig installiert, sieht quasi aus wie neu. Und wie du das Ganze machen kannst, worauf du achten musst, kleine Tipps und kleine Kniffe, das zeige ich dir in diesem Video. Bevor wir es loslegen können, müssen wir natürlich einige Vorbereitungen treffen. Ihr kennt wahrscheinlich die Küche von älteren Videos, da hatte ich mal einen Spritzschutz angebracht gehabt, jeweils am Spülbecken und einer Zeranfeldplatte. Das war eine Kunststoffplatte mit zwei Winkelprofilen, diese müssen wir entfernen, falls ihr das mal nachgemacht habt. Und dann ist es so, dass wir für diese Debaumplatte, für die unsere große, lange Platte, diese Zierleisten bzw. Abschlussleisten von den Arbeitsplatten, die dazu dienen, damit Wasser nicht hinter den Arbeitsplatten läuft, in die Schnittkante, damit die Platte aufquillt, die müssen wir entfernen. Das geht ganz einfach. Ihr nehmt einen Schraubendreher, hebelt den drunter und dann könnt ihr die Zierleisten quasi entnehmen, zu euch ziehen und danach könnt ihr die Befestigungsleiste mit Schrauben entfernen. Nicht wegschmeißen, die brauchen wir nämlich später, damit wir den Abschluss wieder sauber herstellen können. Jetzt ist der Hintergrund sauber, trocken und fettfrei, ganz, ganz wichtig. Und dann können wir auch loslegen mit dem Montagekleber. Bevor wir das machen, ist ganz, ganz wichtig, dass ihr vorweg eure Platte kontrolliert. Sprich, durch den Versand, durch die Spedition, die euch das Ganze geliefert hat, kann es durchaus mal sein, dass vielleicht eine kleine Delle oder eine Beule drin ist. Das heißt, nehmt die Platte, legt die hin, zieht die Schutzfolie ab und kontrolliert die vorweg, bevor ihr das Ganze verbaut. Denn es gibt nichts Ärgerlicheres, wenn ihr die Platte jetzt ransetzt, festklebt und danach erst die Schutzfolie abzieht und ihr deckt dann einen Kratzer oder eine Delle. Deswegen macht das bitte vorweg. Zum Material nochmal, das Ganze ist hitzebeständig, es besteht aus Aluminium, sprich wir haben eine äußerste und eine innerliche Deckschicht aus Aluminium und das Ganze ist sehr, sehr massiv und robust. Es gibt aber auch andere Materialien bei Plattenzuschnitt 24, die könnt ihr euch dort auf Maß zuschneiden lassen, auch Ausarbeitung für Steckdosen oder für andere Sachen. Dazu kommen wir aber später nochmal. Das werde ich euch gleich nochmal ganz in Ruhe erklären. So, wir fangen jetzt einfach an mit dem Montagekleber. Das hier ist ein Montagekleber, den ich mir gleich mitliefern lassen habe. Zwei Kartuschen. Ich denke, das müsste hier auf diese Länge reichen. Das sind ungefähr 3 Meter in etwa und 50 cm hoch. Und das Tolle an diesem Kleber halt, ihr könnt ihn überlackieren oder überstreichen. Er ist dauerelastisch und universell einsetzbar. Kein Fixieren, sofortige Anhaftung. Verwendbar für schwer Werkstoffe, hat eine sehr hohe Anhaftung, ist geruchlos und so weiter und so fort. Der ist wirklich dafür geeignet. Ihr könnt natürlich das Ganze auch am Fliesenspiegel kleben. Ich habe jetzt hier Tapete. Wie wir das Ganze jetzt auftragen, ist eigentlich euch überlassen. Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Ich würde das Ganze jetzt immer so in einem 45 Grad alle 20 cm auftragen. Ihr könnt das natürlich auch so runtersetzen. Bitte tut mir den Gefallen und macht jetzt keine Kreise, denn im Kreisinneren befindet sich der Luft, die wir einschließen und dann dauert eigentlich, bis das Material abbindet, bis der Kleber aushärtet, dauert das umso länger. Das heißt, ihr solltet das Ganze so aufbringen, dass der Kleber von allen Seiten, dass der Luft drauf kommen kann. Ihr könnt natürlich auch Punkte setzen, so wie ihr möchtet. So, die Platte sitzt und noch ein kleiner Tipp. Es ist ziemlich schwer, die Platte dann, wenn ihr die angesetzt habt, so ein bisschen hin und her zu schieben, also allein und auf der Größe. Nehmt so ein kleines Brecheisen, einen kleinen Kuhfuß. Damit könnt ihr wunderbar das Ganze hebeln. Aber bitte vorsichtig, ihr könnt die Platte damit beschädigen. Das heißt, legt euch ein Stück Holz drunter und dann könnt ihr das Ganze mit auf Position bzw. auf Höhe bringen.
Und da das er sofort fixiert und haftet, könnt ihr das Ganze auch gleich wieder mit Abschlussseilleisten versehen. Wer mag, kann natürlich auch jetzt hier Aluminiumwinkelleisten kleben oder weiße. Ich werde aber wieder die gleichen verwenden, die jetzt verbaut worden sind. Und dazu müsst ihr einfach wieder die Fixierschiene festschrauben und danach das Abdichtprofil draufklipsen. Und dadurch, dass wir jetzt eine Küchenrückwand verklebt haben, haben wir einen gewissen Aufbau von 4 bis 5 mm. Das heißt, die Zierleisten links und rechts springen dann ungefähr 4 bis 5 mm vorne über die Arbeitsplatte rüber. Das heißt, wir müssen das Ganze jetzt nochmal entnehmen bzw. mit einer Feinsäge auf Maß sägen. Die Abschlussleisten sitzen alle sehr schön und sehr sauber. Ich muss sagen, das ging alles problemlos, das Ganze anpassen. Jetzt kommen wir natürlich zur größten Frage, die ihr wahrscheinlich habt. Wie sieht es mit Steckdosen aus? Wie sieht es aus mit irgendwelchen Halterungen, die an der Wand sind, die ihr wieder verwenden möchtet? Ihr könnt euch Bohrung bereits anzeichnen lassen, beziehungsweise ihr könnt die Bohrung angeben bei der Bestellung und das Ganze vorweg bohren lassen, wenn ihr möchtet. Wenn ihr sagt, ich möchte das vor Ort selber machen, dann kann ich euch ganz klar einen Kreisschneider oder eine Lochsäge empfehlen. In diesem Fall ist das hier ein Bohrset für unterschiedlichen Größen. Steckdosen haben meistens eine Normgröße und dementsprechend könnt ihr das dann selber aussägen. Hier bitte Vorsicht, das Material, vor allem wenn es jetzt Acrylglas ist, kann ganz schnell platzen oder reißen. Bei Aluminium empfehle ich euch ganz klar hier so ein Metallbohrset. Das ist ganz, ganz praktisch bzw. sehr, sehr gut. Für kleinere Löcher empfehle ich euch Stufenbohrer. Das sind Bohrer, die in Etappenweise Loch für Loch bohren. Sprich, man fängt mit der kleinsten Stufe an und dann bohrt man sich zur gewünschten Lochdurchmesser hervor. Das ist auch ein Metallbohrset. Das heißt, ihr könnt damit beispielsweise Metall bohren, aber auch also Stahl, aber auch Aluminium. Und damit könnt ihr dann selber eure Sachen vor Ort dann vorbohren. Noch ein kleiner Hinweis von mir. Bitte bei Elektrik, wenn ihr da wirklich nicht geschult seid, dann lasst das bitte auch von einem Fachmann machen, sprich von einer Elektroniker oder einem Elektrofachbetrieb, die euch dann die Steckdose anschließen bzw. neu setzen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn auch hier in einem Küchenbereich arbeiten ja viel mit Wasser, mit Dämpfen. Und alleine ein Kurzschluss kann tödlich enden. Das muss man jetzt ganz klar sagen, das ist kein Spielzeugstrom. Also ich bitte euch darum, bitte das Ganze von einem Fachmann durchführen zu lassen. So, eine Kartusche habe ich jetzt noch übrig, sprich eine Kartusche hat jetzt für diese Länge gereicht. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wie gesagt, es ist wirklich nicht so schwer. Ich habe jetzt hier ungefähr 2 Stunden für gebraucht, für Geübte wahrscheinlich in 1 Stunde und für Laien schätze ich mal zu 2-3 Stunden. Nehmt euch wirklich ganz, ganz viel Zeit dafür, denn so eine Küchenrückwand, die macht man nicht jedes Jahr, sondern die bleibt ja wahrscheinlich für ein paar Jahre und man ärgert sich dann, wenn die Platte schief angesetzt ist oder man kleine Fugen hat oder die Anpassleisten bzw. Abdeckleisten nicht richtig passen. Ich hoffe, dir hat das Video hier gefallen. Wenn ja, lass den Handwerker Daumen hoch. Ganz, ganz wichtig. Wenn du Anregungen hast, lass sie auch da. Als Kommentar beispielsweise. Und wenn du mehr Infos haben möchtest zu diesem Video, direkt unter dem Video findest du einen kleinen Tape. Da kannst du auf mehr Anzeigen gehen und dann wirst du direkt zur Videobeschreibung, Infobox sagt man auch dazu, geleitet. Und dort findest du beispielsweise alle Links zu diesem Video, sprich Werkzeug, alle Materialien. Und es gibt auch einen Rabattcode, wie am Anfang des Videos schon erwähnt. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Mr. Handwerk bzw. Sebastian auf YouTube. Ja, viel Spaß beim Nachmachen. Ciao.